Es geht um ein neues CSU-Projekt. Die Staatsregierung da drüben von der Staatskanzlei hat ein neues Projekt aufs Gleis gesetzt. Das nennt sich Bayerisches Integrationsgesetz. Ich arbeite für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Bildungsgewerkschaft. Und für uns ist es ein Desintegrationsgesetz, ein Ausgrenzungsgesetz, wo es genau um dieses Thema geht, um Diskriminierungen, um institutionelle Diskriminierungen. Beim ersten Drüberlesen überliest man so einiges bei diesem Gesetz. Aber was man auf keinen Fall überlesen kann, das sind diese national getränkten und Abendland getränkten Töne. Ich kann Ihnen leider ein paar kurze Zitate nicht ersparen, die in dem Gesetzestext wörtlich drinstehen. Da heißt zum Beispiel, Bayern ist Teil der deutschen Nation mit gemeinsamer Sprache und Kultur, das lange geschichtliche Ringen unserer Nation und so weiter. Dann geht es weiter mit christlichem Abendland und dann kommt ein sehr seltsamer Satz, der lautet, jeder Einzelne ist zur Wahrung des Rechts und zur Loyalität gegenüber Volk und Staat verpflichtet. Das Gesetz richtet sich nicht nur an Migrantinnen und Migranten, sondern an alle in Bayern. Und neuerdings sollen wir da zur Loyalität gegenüber Volk und Staat verpflichtet werden. Das hört sich an diesem Platz etwas vorsichtig ausgedrückt sehr seltsam an. Was uns dann aber sofort ins Auge gesprungen ist, in diesem Gesetz soll die Schulpflicht abgeschafft werden für Flüchtlingskinder und Jugendliche von Flüchtlingsfamilien, die nicht freizügigkeitsberechtigt sind, wie das durch das ganze Gesetz hindurch heißt. Nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer, für die wird die Schulpflicht aufgehoben. Das heißt, das Menschenrecht auf Bildung, das in der Bayerischen Verfassung steht, das in der UN-Kinderrechtskonvention steht, das in der EU-Aufnahmerichtlinie steht, gegen all dieses geltende Recht will die CSU dieses neue bayerische Integrationsgesetz, sogenannte Integrationsgesetz, durchsetzen. Nur kurz zum Zeitplan. Das Gesetz ist jetzt in der Anhörung bei den Verbänden bis 6. April. Dann geht es wieder rüber in die Staatskanzlei, in den Ministerrat und dann in den Landtag. Und soweit wir das wissen, soll bis zur Sommerpause will die CSU das Gesetz durchbringen. Und ich bitte euch alle, da aufmerksam zu sein in den nächsten Monaten. Die erste Aktion dagegen wird am 6. April im Münchner Gewerkschaftshaus sein. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Verdi, vom Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts, haben eine Veranstaltung organisiert, wo über dieses Gesetz aufgeklärt wird und debattiert wird und wo es weitergehen soll. Wir haben sehr viele Kooperationspartner und ich bitte euch, da wachsam zu sein. Wie die Nicole Wolke vorher gesagt hat, gemeinsam sind wir lauter. Servus. Ciao.